Also, Hard Music, das gibt's das mal etwas später, aber wir kommen zu der Strong Message. Nehmt doch irgendwo mal Platz am Boden oder auf den Stuhl. Die Stühle sind zwar alle schon besetzt, aber einfach, wo es euch gäbe, geht durch. Da vorne ist noch ein Haufen Platz. Oder auch da einen. Heute haben wir es richtig, soll ich sagen, nicht so kuschelig, sondern wir sind schon viel enger und heißer gehabt. Also, ich bitte das Kernteam von der Metal Church führen zu kommen. Ihr seht hier das aktuelle Kernteam von der Metal Church. Wir haben alle Burkhalter, den Flo Guldimann, die Mire Schneeberger, den Mercer Rupp und den Döbel Dettwiler. Der ist neu. Das Gesicht müsst ihr euch merken. Und ich bin der Samuel Hug. Und wir sind zusammen im letzten Jahr intensiv unterwegs gewesen. Im Schnitt haben wir uns alle zwei Wochen für vier Stunden getroffen, sind zusammengehockt und wir haben Zeit uns genommen mit einem Coach. Wir haben zusammen eine Teamkultur entwickelt und eingeübt. Wir haben die Grundlagen von der Metal Church zusammen erklärt. Und wir haben auch nach dem Traum von der Metal Church gefragt. Wo soll es denn eigentlich hergehen? Und der Traum von der Metal Church, die Vision, die wir bekommen haben, den werden wir jetzt mit euch zusammen teilen. Schritt für Schritt zusammen als Team, je mit unterschiedlichen Teilen. Ich darf anfangen. Wir träumen. Wir träumen davon, wohin wir mit der Metal Church gern herkommen. Jetzt sagt der Volksmund, Träume sind Schäume. Da steckt der Fakt dahinter, dass Hoffnungen oft enttäuscht werden und das Träumen platzen. Ja, als ich noch jung war, hatte ich noch grosse Träume. Aber jetzt? Ein Urmetaller, der grosse Wikinger, der Hagar, der Schreckliche, der hat sich auch Gedanken gemacht zu diesem Thema. Als ich jung war, hatte ich grosse Träume. Und jetzt verbringe ich die meiste Zeit damit, in Kneipen rumzusitzen. Sie sehen also, manchmal werden Träume doch wahr. Ja, müssen wir einfach unsere Träume realistisch genug träumen? Müssen wir die Erwartungen einfach so abkorrigieren, dass wir nicht mehr enttäuscht werden können? In der Bibel wird uns ein differenziertes Bild gezeichnet. Und der Döbel liest uns jetzt, was der Apostel Paulus der jungen Gemeinde in Ephesus schreibt. Dies ist mein Gebet zum Vater im Himmel, dass er den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit einsetzt, um euch am inneren Menschen Kraft und Stärke zu verleihen. Dass der König durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt, dass die Liebe eure Wurzel ist, euer festes Fundament und dass ihr zusammen mit allen Heiligen Gottes die Breite und Länge, die Höhe und Tiefe erfassen könnt und die Liebe des Königs kennt, obwohl diese in Wirklichkeit so tief ist, dass niemand sie ausloten kann. So möge Gott euch mit seiner Fülle erfüllen. Also, ihm, der weit, weit mehr tun kann, als wir bitten oder uns auch nur vorstellen können, vergesst nicht, seine Kraft wirkt in uns. Ihm sei die Ehre in der Kirche und im König Jesus, in allen Generationen und allen Zeitaltern. Amen. Als erstes fällt mir auf, der Paulus denkt gross, sehr gross, obwohl er zum Zeitpunkt, wo er das schreibt, im Gefängnis sitzt. Er denkt da nicht mit Scheuklappen, obwohl eigentlich sein Horizont total eingeschränkt ist. Der Paulus denkt gross, sehr gross. Und trotzdem ist er nicht ein weltfremder Träumer. Er schätzt nicht seine Möglichkeiten unrealistisch ein oder ist einfach überheblich. Er weiß nur zu gut, wie beschränkt seine Möglichkeiten sind und wie schnell Traumblasen können platzen. Eben, er sitzt ja im Gefängnis. Aber er träumt trotzdem, weil er etwas von dieser unglaublichen Größe und Macht von Gott ahnt. Und er träumt stellvertretend für die junge Gemeinde hier in Ephesus.
Und er macht das beim Betten, das Träumen. Und das ist ganz entscheidend auch für uns. Wir können als Menschen viel leisten. Wenn wir unsere Begabungen entwickeln und grossen Einsatz geben, dann ist viel möglich. Aber nur allzu oft verkehren sich dann unsere Träume plötzlich ins Gegenteil. Unsere guten Absichten bewirken am Schluss das Gegenteil von dem, was wir wollen. Oder es geht uns unterwegs zum grossen Traum schlicht einfach den Schnauf aus. Unsere Kräfte langen plötzlich einfach nicht mehr, obwohl wir gut gestartet sind. Und der Paulus betet für die junge Gemeinde in Ephesus, dass je einzeln von ihnen her erfüllt werden. Dass Gott ihnen Wohnung nimmt. Und er betet dafür, dass sie Gottes unglaubliche Größe anfangen zu erahnen und mit seiner Liebe erfüllt werden. Das ist der Schlüssel zu den Träumen. Das ist der Schlüssel auch zu deinen persönlichen Träumen. Von Gottes Liebe erfüllt sein. Von ihm zu lernen. Es geht nicht darum, unsere Träume zu vollbringen. Es geht darum, Gottes Träume anfangen mitzuträumen. Er gibt uns immer wieder so Traumbrocken, sage ich jetzt dem so, Ahnungen und Sehnsüchte, die wir davon träumen. Die sind nicht egal, Gott will die brauchen, da bin ich überzeugt. Aber die Ahnungen, die Sehnsüchte, die Traumbrocken, die müssen reifen und sie müssen geschliffen werden, dass sie Realität werden können. Dein Wille geschehe, beten wir im Unser Vater, nicht mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat so viel größere Möglichkeiten, als wir uns vorstellen können. Und darum träumen wir auch für die Metal Church gross. Ist ja ein bisschen paradox, oder? Wir wollen euch eine grosse, kraftvolle Vision von der Metal Church präsentieren. Und dann sind wir heute Abend verhältnismäßig wenig Leute. Und wir haben heute Abend nicht einmal eine Metal Band hier. He? Eine Metal Church ohne Metal Band. Was ist auch das? Aber ich glaube, es ist ein so ein wichtiger Hinweis, dass wirklich nur Gott die Vision kann verwirklichen kann, die wir davon träumen. Wir sind in den letzten 8 Jahren schon weit gekommen mit der Metal Church. Viel weiter, als sich viele überhaupt hätten zu wagen zu träumen. Und das mit Gottes Unterstützung. Aber die Herren, die wir noch wollen, da kann uns definitiv nur Gott bringen. Wovon träumst du persönlich? Wovon träumen wir jetzt als Metal Church? Wir nehmen euch jetzt rein in die Vision, die uns geschenkt worden ist. Die Gebet ist aus dem Gebet gewachsen und durch Nachdenken geschärft worden. Stell dir ein postapokalyptisches Wasteland vor. Nach der Vorlage vom Film Waterworld, gepaart mit Elementen von den Mad Max-Filmen. Rauch, rostig, Stahl und Metall, apokalyptisch. Diese Filme wie Waterworld und Mad Max ein Begriff, wenn gar bist du sogar ein Fan davon. Doch wie sieht so ein Mix aus? Frage ich mich, vielleicht du dich auch. Dazu schauen wir in einen Clip rein, der das etwas veranschaulicht. Bürger des guten Schiffes, hört, ich werde zu euch sprechen. Ich hatte eine Vision. Ich sah das Land von drei Männern. Das postapokalyptische Wasteland
ist mit seiner ganzen Ästhetik für uns ein passendes Bild für die Metal-Szene. In Waterworld gibt es einen Sehnsuchtort. Der nennt sich Dryland. Es ist nach der Polarschmelze eine Wasserwüste geworden. Das Alte Testament gibt dem sogar einen Begriff: Tohu Wabohu. Wüst und leer. Doch es gibt eine Ahnung und eine Hoffnung auf einen Ort, wo echtes Leben möglich ist. Und es gibt sogar eine Karte dorthin. Als Metal Church sind wir in dieser Metal-Szene unterwegs, zu diesem Sehnsuchtsort. In dieser apokalyptischen Wasserwüste sind wir unterwegs nach Dryland. Wir sind gemeinsam hoffnungsvoll suchend unterwegs zur himmlischen Heimat. Wir träumen von der Metal Church als eine grosse Metal-Kreuzfahrt in dieser apokalyptischen Welt. Ihr kennt sicher alle die Mutter von der Metal-Kreuzfahrt, der 70.000 Tons of Metal. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff ist ein Metal-Festival mit allem Drum und Dran. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff ist mobil, unterwegs zu den Menschen, in der Szene, zu den Metal-Atoll, Wüsteninseln, Bohrplattformen, rostigen Kutter und Schiffbrüchigen. Wir möchten uns noch stärker als bisher schon zu den Menschen in der Szene hinbewegen. Wir sind ja anders als normale Kirchgemeinden nicht an einen Ort gebunden. Wir sind nicht an ein geografisches Gebiet, sondern an eine Subkultur gebunden. Wir wollen nicht nur geografisch, sondern vor allem auch geistig mobil bleiben. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff ist ein Segelschiff. Es bewegt sich durch den Windantrieb. Der Atem von Gott, der Ruach, der Heilige Geist, ist der Antrieb von diesem Schiff. Von Gott bewegt, den Menschen verpflichtet, sagt die Vision von unserer Kantonalkirche. Der Heilige Geist soll auch uns bewegen und leiten. Auf dem Metal Church Kreuzfahrtschiff gibt es wie auf jedem anderen Kreuzfahrtschiff vielfältigste Räume und Angebote. Konzertbühne, Speissaal, Sportdeck, Schwimmbad, Keuene, ein Kino, Lounge, Arztpraxis und. Metal Church ist mehr als nur Metal-Gottesdienst und Konzert. Und das Angebot soll nach unseren Träumen auch noch viel vielfältiger werden. Du bist als Gast auf diesem Kreuzfahrtschiff jederzeit herzlich willkommen. Egal ob einmalig oder wiederkehrend. Egal ob kritisch beobachtend auf Distanz oder mitten im Moshpit. Weil das Metal Church Kreuzfahrtschiff ja eine Kirche ist, läuft es auch ein bisschen anders als auf normalen Kreuzfahrtschiffen. Bei uns können die Gäste auch ein Teil der Schiffbesatzung werden, wenn sie das möchten. Damit das Kreuzfahrtschiff lebt und noch vielfältiger wird, braucht es die Crew. Die Besatzung des Metal Church Kreuzfahrtschiff hat vielfältige Rollen und Aufgaben. Die werden je nach Begabung verteilt. Und auch du bist herzlich willkommen, dich in der Metal Church zu engagieren, wenn du das möchtest. Aber ganz wichtig, auch nur Gäste sind genauso herzlich willkommen. Wir reden von einer Kreuzfahrt. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff fährt unter der Flagge von Jesus Christus. An ihm orientieren wir uns, ihm folgen wir nachher, ihm vertrauen wir. Er ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Das erste Wort, der erste Wert, den wir für die Metal Church definiert haben, heisst darum auch Jesus Christus im Zentrum. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff hat viele Rettungsboote und ein grosses Netz. Der Silas, der Sänger von Metal Church Band, hat dazu schon vor 5 Jahren, im 2014, einen wortwörtlichen Traum gehabt. Wir waren an einem kleinen Tümpel, der eigentlich ein grosser See war. Wir standen am Rand und auf kleinen Booten und hielten unsere selbst gebastelten Fischerrouten ins Wasser. Es waren nur Holzstecken und etwas Silk dran. Ich war neu und ließ mir sagen, halte die Route nahe am Ufer ins Wasser. Dort gibt es viele kleine Fische.
Ich machte einige Zeit mit und tatsächlich holten wir einige kleinere Fischlein raus. Als ich aber dann fragte, wieso wir nicht im tiefen Wasser fischten, sagte man mir, mit dieser schwachen Angelrute, die zerbricht doch, sobald ein größerer Fisch dran ist, wenn überhaupt einer anbeißt. Ich dachte mir, probieren kann man es ja und warf die Rute ins Tiefe hinaus. Und schon beim zweiten Mal kurz rauswerfen biss ein Fisch an. Sofort musste ich, dass meine Angelrute auf der Stelle brechen würde. Also holte ich ein Netz, Holzstiel mit Metallnetz, und noch ein paar Mal hin und her hatte ich den Fisch tatsächlich herausgezogen. Aber anstatt sich alle freuten, meinten sie belehrend, und jetzt? Was willst du mit ihm, wo willst du mit ihm hin? Wir haben gar kein Becken, wo wir ihn hintun können. Und so war ich die restliche Zeit des Traumes damit beschäftigt, ein Gefäß zu suchen und wurde immer wieder aufgefordert, den Fisch doch zurück ins Wasser zu tun. Seit 2014 ist viel Zeit vergangen. Wir haben gesehen, wie Gott Sachen hat möglich gemacht, die für viele kaum denkbar waren. Doch glauben wir auch, dass das noch nicht alles war und dass eine nächste Etappe kommt. Wir träumen vom Schiff mit einem grossen Netz für die grossen Fische. Jesus hat seine Jünger beauftragt, Menschenfischer zu sein. Wir wollen aber nicht Menschen fischen. Aber die Metalheads sollen in der Metal Church ein starkes Netz finden, das sie hat, auch bei Stürmen. Es geht bei der Metal Church also um ein Beziehungsnetz. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff ist letztlich auch kein Gegenstand und kein Ort. Das Metal Church Kreuzfahrtschiff ist keine Institution, obwohl es die eben nie auch gibt. Aber das, was das Metal Church Kreuzfahrtschiff ausmacht, ist die Gemeinschaft der Menschen. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird das Volk Gottes als unbeschreiblich grosse Menschenmenge von 144'000 beschrieben. Darum wollen wir auch nicht 70'000 Tons of Metal, sondern 144'000 Tons of Metal sein. Das ist die Metal Church Kreuzfahrtschiff. Eine grosse Gemeinschaft von Metalheads, die zusammen hoffnungsvoll suchend unterwegs nach Dryland, unterwegs zur himmlischen Heimat sind. Kurz und knapp gesagt, das ist unsere Vision. Metal-Kreuzfahrt zur himmlischen Heimat, 144'000 Tons of Metal. Wir haben jetzt ein Bild bekommen, wie unsere Mission aussieht. Wir haben jetzt ein Bild vor Augen von diesem Schiff. Aber wir sind doch Metaller. Wir sehen doch mit den Ohren. Wie tönt denn unsere Vision? Das waren auch Gedanken, die wir uns gemacht haben. Und wir sind über einen Song gestolpert, einen Song von den Onkels. Und dieser Song, der nimmt ganz viel von dem auf. Ganz viel von dem, was unsere Vision beinhaltet. Und sie bringt das auf den Punkt, von was wir träumen. Was und wie wir uns Gemeinschaft in der Metal Church vorstellen. Den Herrn, euer Elend
Stimme aus der Gosse, der Wandel in den Wahnsinn, mit Worten wie Geschosse. Wir bringen's auf den Punkt, sagen, was sich keiner traut. Gegen alle Regeln, es wird Zeit, dass ihr das glaubt. Wir sind der Stachel im Arsch der Nation. Glorreiche Halunken, ich bleib von uns verschont. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde, doch die, die du hast, teilen deine Träume. Die, die du hast, teilen alles mit dir. Uns liegt das Herz auf der Zunge, und hier sind die Beweise. Wir sind duftende Blumen in Feldern voll Scheiße. Wir sind Perlen für die Säue, Angst für unsere Feinde. Tröstende Worte, wenn es sein muss, auch gemeine. Hier ist das rettende Ufer, euer heiliger Hafen. Der Strohhalm für Ertränkende, Koks für die, die schlafen. Geschenke für Verzweifelte, Lebenselixier. Entartete Kunst von den fantastischen Vier. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde, doch die, die du hast, teilen deine Träume. Die, die du hast, teilen alles mit dir. Alles mit dir. Natürlich können wir nicht alle Textteile zu 100% unterschreiben. Hättet ihr nicht gedacht. Aber vor allem der mit den Blumen in der Scheiße, der gefällt mir persönlich sehr. Aber er trifft doch sehr gut, um was es uns geht und von was es wir träumen. Etwas haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Ein Schiff von dieser Grösse auf dem Ozean hat natürlich auch immer eine Reederei, eine Betreibergesellschaft. Und bei uns weht die Flagge hinten auf dem Schiff. Einige von euch werden erkennen, dass das die Flagge der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn ist. Wir sehen sie als unsere Reederei. Und jetzt ist wahrscheinlich für euch die Frage, ja, was heisst jetzt das für euch? Müsst ihr jetzt alle in der reformierten Kirche Bern, Jura, Solothurn beitreten? Und was machen die, die nicht in diesem Gebiet wohnen? Ich kann euch beruhigen. Für die meisten von euch spielt es wahrscheinlich keine Rolle, dass wir den Ref Bejuso als unsere Reederei sehen. Wir haben auch nicht vor, unsere vier Event-Gottesdienste, wie ihr sie kennt, gross zu verändern. Ihr seid bei uns willkommen, egal ob ihr reformiert seid oder irgendetwas anderes. Nichtsdestotrotz wollen wir euch erklären, warum das für uns wichtig ist. Wir haben als Kernteam oft und lang darüber diskutiert,
was es heisst, Gemeinde zu sein. Wir wissen, dass viele von euch in eine eigene Gemeinde gehen, wo sie regelmässig hergehen und wo sie dazugehören. Und wir finden das super und auch ganz wichtig. Wir wissen aber auch, dass viele von euch sich keiner Gemeinde zugehörig fühlen. Und wir denken, dass die Metal Church Gemeinde sein kann für diese Leute. Was das jetzt konkret heisst, das müssen wir selber noch herausfinden. Und da könnt ihr uns dabei helfen. Und was sagt jetzt die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn dazu? Und machen wir uns jetzt von ihnen abhängig und können nicht mehr selber entscheiden? Rechtlich gesehen gibt es bisher keine offizielle Anerkennung von der Metal Church als nicht-territoriale Kirchgemeinde der FB Juso. Wir erleben aber viel Anerkennung ihrerseits. Und für uns ist entscheidend, dass wir als Kernteam und unser Vorstand die Metal Church als Teil der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn verstehen. Als Leitung wollen wir ihnen gegenüber Rechenschaft für unser Tun und Lassen ablegen. Und auch bei Amtshandlungen wie der Taufe oder einer Hochzeit orientieren wir uns an der reformierten Kirchenordnung. Und dann ist der FB Juso die Institution, die wir in erster Linie Unterstützung erwarten und wo wir mittlerweile auch viel Unterstützung bekommen. Zur FB Juso gehören heisst nicht blinde Unterordnung. Also es heisst nicht, dass irgendwer jetzt von außerhalb kommt und von oben ab sagen wird, was wir zu machen haben. Sondern wir verstehen uns als Teil von ihnen. Das ist eine Beziehungsfrage. Wir ordnen uns in gewissen Fragen vielleicht tatsächlich unter, weil wir uns so entschieden haben und das richtig finden. Wir prägen aber mit unserem Dabeisein auch die reformierte Kirche und ihren Veränderungsprozess aktiv mit, weil es bisher kaum vergleichbare Projekte gibt. Und ich möchte noch kurz auf den Begriff Gemeinde kommen. Gemeinde oder Kirchgemeinde, das löst bei uns allen etwas anderes aus. Und entsprechend würden wir im ersten Augenblick wahrscheinlich alle das ziemlich unterschiedlich definieren. Und es geht mir jetzt auch nicht darum, hier eine theologisch richtige Erklärung dafür abzugeben. Sondern wenn wir sagen, Metal Church kann auch Gemeinde sein, dann wollen wir mündige Gemeindemitglieder, die eigenständig denken. Und es ist uns wichtig, dass bei uns unterschiedliche Meinungen Platz haben. Wir verstehen die Metal Church als reformierte Kirchgemeinde, die nicht an ein geografisches Gebiet gebunden ist, sondern an eine Subkultur. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir das formal lösen. Und wenn du in der Metal Church fix dazugehören möchtest, dann müssen wir noch herausfinden, wie wir das genau machen. Aber wir werden euch sicher mitteilen, wenn wir dafür eine Lösung gefunden haben. Und wir freuen uns auch, wenn ihr mit Vorschlägen oder mit euren Wünschen auf uns zukommt. Es ist aber für uns sowieso klar, dass eine formale Mitgliedschaft für uns nicht so entscheidend ist. Sondern wer sich zur Metal Church zählt, der gehört auch dazu. Bei uns sind alle willkommen, egal ob du die Metal Church jetzt als deine Gemeinde anschaust oder nicht. Und die unverbindlichen Einmalbesucher sind genauso willkommen wie diejenigen, die sich verbindlich engagieren. Und darum freuen wir uns, dass ihr heute alle dabei seid und mit uns Gottesdienst feiert. Du darfst schon klatschen, Elfi, wenn du willst. Wir sind natürlich nicht die Ersten, die Chile sich als ein Schiff vorstellen. Und ich möchte gerne mit euch zusammen zum Abschluss von diesem Blog ein Lied aus den 60er Jahren singen. Weil das Lied, das bringt so die Gedanken zu dem Metal-Kreuzfahrtschiff auf seine Art mega gut auf den Punkt, finde ich. Ich vermute, dass die wenigsten von euch das Lied kennen. Aber es wäre mega cool, wenn ihr mitsingen würdet, weil ich habe mega geübt die Woche mit der Gitarre und ich habe gemerkt, ich bringe es nicht an. Also heisst, wir singen jetzt wirklich einfach a cappella. Ich glaube, das kommt besser, das andere wäre mir eine Lohnnummer geworden, leider.
Der Jono hat es auch noch heute probiert und ist auch gescheitert. Das ist wirklich tricky, Akkordfolge und so. Genau. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und das ganze der Refrain ist wirklich so ein Gebet, dass das, was wir jetzt eigentlich erzählt haben, wirklich auch darf, dass Gott das mag schenken, dass das darf entstehen. Und bei Lebenslied letztlich nicht in unseren Händen, so fest wir uns auch anstrengen. Und so wäre es cool, wenn wir zusammen jetzt ab, wie das könnte beten, dass das Schiff, das irgendwo schon angefangen hat, darf Fahrt aufnehmen, darf weiter wachsen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen? Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist auch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt, in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, fragt man sich hin und her, wie finden wir den rechten Kurs zur Fahrt im weiten Meer? Der rät wohl dies, der andere das, man redet lang und viel und kommt kurzsichtig, wie man ist, nur weiter weg vom Ziel. Doch da, wo man das Laute flieht und lieber horcht und schweigt, bekommt von Gott man ganz gewiss den rechten Weg gezeigt. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viele Freunde sind mit unterwegs,
gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr. Dreieinig Gott, der Herr von Stahl und Gewalten, er segne dich und behüte dich. Der Herr von Blitz und Seite, lass sein Angesicht leuchten über dir und sag dir gnädig. Der Herr von Donner und Stille, er wende dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen.